Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass die Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Eleira, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten hier diese Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. Nicht wundern, dass hier in die Mitte erscheint eine andere Karte, ein anderes Bild. Das ist die tibetische Astrologie und da möchte ich auch etwas dazu sagen. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze hier im ersten Lebensbereich die Tierkreiszeichen Schütze. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat im Erdenleben. Das verleiht dir eine Art Kostüm und du trägst es von Geburt bis zu dein Lebensende. Das beeinflusst dein Aussehen, wie zum Beispiel sehr beweglich, sportlich, von allen begeistert und beeinflusst auch dein Auftreten. Du liebst auch die Beweglichkeit, wahrgenommen werden, große Auftritte und anderes als Löwe, aber die Schütze macht es auch. Und das beeinflusst auch deine Persönlichkeit. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Feuerelement ist immer aktiv. Die Schütze sowieso beweglich. Und bei Schütze ist es so, dass wenn das immer auf die Suche wäre, das muss doch etwas Besseres auch noch geben. Und Schützegeborenen kann man leicht von etwas begeistern, haben auch eine optimistische Haltung. Aber eins sollen die Schützengeborenen und auch diejenigen, die Schütze Aszendent haben, konzentriert bleiben, konzentriert auf den Wesentlichen. Und genau das zeigt auch, dieser Pfeil zeigt uns das, weil das ist die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Unserem Sonnensystem befindet sich im Galaxie Milchstraße und die Schütze zeigt die Zentrum und das ist die Fokus, die Konzentration. Und was ist dieses Zentrum? Die Wünsche. Die Schütze zeigt unseren Wünsche, auch Feuer, das heißt ein Herzensangelegenheit. Weil das, was uns begeistert und die Feuerelement ist die Begeisterung. Achte darauf in dein Leben, dass du immer auf die Richtung bewegst, was dich wirklich begeistert, wovon du überzeugt bist, wo immer ein Herzensangelegenheit ist, weil das entspricht deine Wünsche. Die Tierkreiszeichen Schütze steht auch zum Reisen, große Reisen. Natürlich auch Ausland und du liebst es auch, Reisen, fremde Kulturen. Kann sogar sein, dass dein Schicksalsweg immer wieder dich
zum Kontakte zum Ausland oder zum Ausland führt. Aber das ist auch eine innere Reise und das ist die Suche, Suche nach die Wahrheit, die Suche, die Zusammenhänge, das Leben zum Erkennen, eine spirituelle oder religiöse Richtung, wobei nach meiner Meinung nach, das hängt auch zusammen, weil die Spiritualität auch die göttliche Quelle. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Besitz, alles in Besitz zu nehmen, was für uns wertvoll ist. Und auch die Finanzen. Energetisch hängt das auch zusammen. Hängt das auch zusammen. Und das kannst du so vorstellen, wenn jemand immer wieder sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe das gar nicht verdient, hat immer weniger Geld, weil das ist die Einstellung. Es ist eine ganz andere Energie, wenn jemand von sich überzeugt ist und sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Und das hilft bei Finanzen. Im zweiten Lebensbereich, wo es um Werten und Finanzen geht, hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In ersten Lebenshälften, im jungen Jahren, Kindheit, Jugend, sind Einschränkungen da. Und ich könnte das so vorstellen, dass deine Wünsche, wenn du etwas kaufen wolltest, hast nicht immer alles bekommen. Das sind Einschränkungen, auch eine gewisse Strenge dabei. In der zweiten Lebenshälfte wirkt sehr unterstützend und haben wir Vorteile von Steinbock-Energie. Da haben wir etwas gelernt, mit Geld umzugehen. Also bei dir wirkt das um die Finanzen. Dass du Ziele hast, was möchtest verbessern in Finanzen. Und du machst auch etwas dafür. Außerdem, die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement und das steht auch für Materie, auch für Besitz und Finanzen. Und das kannst du ganz gut im Griff bekommen mit Steinbock. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Kindheit und Jugend und die Kontakte zum anderen Kinder, zum Geschwister, Nachbarkinder oder mit Kindern in die Schule. Und das zeigt, wie hast du das erlebt? Weil diese Erinnerungen bleiben und es zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Und das spiegelt sich später im Erwachsenenalter, wie gehen wir mit Rivalen, Konkurrenten um, wie können wir uns behaupten. Außerdem hier in diesem dritten Lebensbereich handelt es sich auch um Wissen vermitteln, Wissen aneignen, eine Art Austausch, Kommunikation, auch Medien, Informationen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann ist Luftelement, das ist die Geist, die Gedanken, die Ideen. Das ist hier die Ideenreichtum, die Wassermann. Und die Wassermann, auch die Wassermann-Geborenen, haben einen Adlerblick. Die denken in Zeit voraus. Und das bedeutet, wenn du zurückgehst, denkst an deine Kindheit, in Schulzeit, dass du immer im Voraus gedacht hast und andere Kinder waren vielleicht langsamer und das hat dich gelangweilt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die Lehrer gesagt haben, du passt doch gar nicht auf. Aber nicht, weil du nicht konzentriert warst, sondern du warst im Gedanken woanders. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme und ich vergleiche das mit einem Baum und hier haben wir die Wurzel, der Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert.
Hier sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, die Traditionen, die Herkunft und unserem Zuhause. Und all das gibt uns Halt im Leben. Außerdem zeigt auch, was für Basis hast oder was für Basis brauchst du. Weil auf diesem Halt, auf diesem Fundament, auf diesem Basis wird unserem Leben aufgebaut. Und zeigt natürlich auch dein Zuhause. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Das ist ein bisschen chaotisch. Das kann sein, dass deine Wohnung oder Haus ein bisschen verspielt ist, nicht immer aufgeräumt, ein bisschen chaotisch. Manchmal schwimmt das ein bisschen, aber du hast guten Geschmack, sehr guten Geschmack. Dein Haus, deine Wohnung traumhaft schön gestalten, dekorieren, das auf jeden Fall. Hast du diese Fähigkeit, dieses Verspielte, aber sehr kreative Art und Weise, die Wohnung so zu gestalten. Ja, aber wie findest du Halt im Leben? Es ist Wasserelement und das fühlt sich anders an als Erdeelement, wo wir verspüren einen sicheren, stabilen Boden unter unseren Füßen. Das heißt, achte immer auf deine Gefühle, weil das gibt dir Halt im Leben. Wasserelement hat mit Gefühlen etwas zu tun. Aber achte auch drauf, was die Fischen bedeuten. Es sind zwei Fischen. Die eine schwimmt in eine Richtung, andere schwimmt in andere Richtung. Und es ist grundverschieden. Und die eine Richtung ist die ständige Angst. Angst von Leben, Angst, alles verlieren im Leben, das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen, es schwimmt alles weg. Und das sind auch existenzielle Ängste. Und diese Angst, diese Zweifel, manchmal vielleicht Mitleid, löst aus, dass das blockiert. Und dann andere leiden auch mit. Ich betone das immer wieder, dass es tatsächlich Fischengeborenen sind, die genießen das, wenn anderen auch mitleidend wirken, weil dann bekommen sie Aufmerksamkeit und halten sie in diesen Gefühlen fest wie Angst, Zweifel, Unsicherheit, weil das löst aus, dass die wahrgenommen werden. Aber eins merken sie nicht, wie blockierend das ist. Bis dann kommt die Endstation und das ist dann Drogen oder Alkohol oder Depressionen. Das ist die eine ganz extreme Richtung, aber das gibt es auch. Die andere Richtung, und das ist die richtige Richtung, diese Fischenenergie zum Nützen, das ist die Reichtum. Die Reichtum, auch die finanzielle Reichtum, klar. Aber auch das innere Reichtum oder Ideenreichtum, diese Kreativität, die Träume zum Leben. Und das ist schon Jupiter- und Neptun-Energie hier. Und das kann man verwirklichen, wenn man einen Traum hat, eine Vision und hat eine Vorstellung davon, was man erreichen möchte. Und das kannst du in allen Ebenen nützen, weil das ist das Basis in dein Horoskop. Das ist die Fundament. Auf das kannst du bauen. Deine Träume, auf das kannst du bauen, dass du eine Vorstellung hast. Was möchtest du beruflich erreichen? Welche Ziele hast du? Oder wie soll deine Finanzen ausschauen? Was erwartest du in die Liebepartnerschaft? Du brauchst Visionen und dann die Energie in die Richtung lenken, weil das manifestiert sich auch. Da empfehle ich eine Übung, jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten zurückziehen, zur Ruhe kommen, diese Vorstellung, diese Bilder pflegen mit unseren inneren Augen und daran glauben, das Vertrauen und dann loslassen, geschehen lassen. Das ist die ganze Geheimnis. Dann kommt im Fluss und das heißt nichts anderes, das Vertrauen, das Fluss des Lebens, Vertrauen an dir selbst, Vertrauen an deinen Visionen, Vertrauen an die Liebe, Vertrauen an Gott. Wenn du dieses Vertrauen hast, dieses Urvertrauen,
und du glaubst daran und bist davon fest überzeugt, kann gar nicht schief gehen. Und dann fließt es alles auf dich zu. Das ist die Basis in dein Horoskop. Der nächste Lebensbereich sind die Kinder. Das sind dann deine eigenen Kinder oder Enkelkinder. Über die Tierkreis zeichnen wieder herrscht Mars, das ist männlich. Also das kann ein Hinweis sein, männlichen Nachkommenschaft. Aber diesem Lebensbereich bedeutet nicht nur deine Kinder, deine Enkelkinder später, sondern auch deine eigenen Kindheit oder das innere Kind. Und das empfehle ich auch immer wieder, das innere Kind stärken, das mal sagen, ja, das hast du richtig gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. Und das stärkt uns tatsächlich innerlich. Es ist nicht nur die Kindheit, diese Erinnerungen, sondern wir können von Kindern lernen. Mal beobachten, wie sie spielen. Und diese spielerische Art brauchen wir im Leben. Dann ist es nicht immer alles so eckig und streng, sondern wir kommen mehr zum Leichtigkeit. Und das ist Lebensfreude pur, das Leben so zu gestalten. Und hier liegt die ganze Kreativität. Und das zeigt auch hier im Hintergrund das Bild, die Lebensfreude. Hier hast du die Tierkreiszeichen wieder und das bedeutet, die kann man von vielen Dingen begeistern. Und dann bist du auch aktiv und willst du das wissen. Dann kommt auch diese Neugier. Die sechste Lebensbereich hat mit unserem Alltag etwas zu tun. Wie bewältigen wir den Alltag? Dann auch die Job, was wir ausüben, unseren Pflichten und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten nur, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Stier. Und das bedeutet Gemütlichkeit, das Genießen. Das möchtest du den Alltag so genießen. Du brauchst auch die Ruhe. Auch im Arbeitsplatz ist für dich so wichtig, dass du ruhig arbeiten kannst, dass da kein Stress da ist. Und das alles harmonisch verläuft. Und du liebst es auch, schöne Umgebung. Immerhin über die Stier herrscht Venus, der Planet, die Schönheit und Kreativität. Wenn du betrachtest deinen Geburtsmoment im Osthorizont, dann erkennst du, dass im Westhorizont spiegelt dir etwas. Und im Geburtsmoment schauen wir noch in diesem Spiegel, und erkennen wir unseren Seelenpartner oder Seelen, die Männer natürlich Seelenpartnerin. Hier wird etwas gespiegelt. Bis etwa dritte Lebensjahr haben die Kinder sogar diese Erinnerungen. Das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang, wie ein Sonnenaufgang, und du bist dadurch geboren. Das ist so dein Energiezeit, deine Persönlichkeit. Im selben Moment ist in Westhorizont die Tierkreiszeichen Zwillinge untergegangen und hier spiegelt sich dein Seelenpartner. Das ist wie Sonnenuntergang. Das ist zwar nicht die Sonnenbewegung, sondern die Tierkreiszeichen machen diese Bewegung. Und das kommt daher, dass die Erde dreht sich. Also das ist die Rotation, die Erde, was das auslöst. Die untere Teil des Horoskopes zeigt das Unbewusste. Und die obere Teil das Bewusste, das Sichtbare. Und tatsächlich in diesem Moment die Geburt siehst du noch in diesem Spiegel und dann übergeht in das Unbewusste. Aber die Seele kennt das, die Seelen wissen das auch. Intuitiv spüren wir das alles. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge
Durch diese Energie öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Und da brauchst du die Bewusstsein, auch diese Glaube daran, dass ihr seelisch miteinander verbunden seid. Und das erzählt wunderbar die Geschichte von den Zwillingen von klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine Königin und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen, ja, und er verführte Leda und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde aber auch schwanger und gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also unsterblich, göttlich unsterblich. Und wo dann Castor sterben musste, dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann meinen Halbbruder nicht alleine lassen, bis jetzt waren wir auch immer verbunden miteinander, also ich begleite ihn am Sterben. Und dann Zeus hat ihm gesagt, nein, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillinge im Himmel gesetzt und hat beide unsterblich gemacht. Und die sind immer noch miteinander verbunden, Castor und Pollux. Natürlich zeigt uns das etwas. Unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, eine göttliche Funke in uns. Das ist Pollux, das ist das Unsterbliche in uns. Und dann unserem Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, das ist menschlich, das hat einen Anfang, unserem Geburt hat ein Ende, unserem Tod, das ist dann das Sterbliche. Aber die Verbindung ist da. Und das spiegelt sich etwas in dein Horoskop, dass du mit deinem Seelenpartner immer in Verbindung bist. Und das sollst du verinnerlichen, daran glauben. Und das spürt das auch, diese Verbundenheit, diese seelische Verbundenheit. Jetzt übergehen wir an den achten Lebensbereich, was wir als Tod bezeichnen. Natürlich hat das mit Tod auch was zu tun. Todesfälle, erbschaftlichen Situationen. Aber bedeutet eher das Leben zum Erhalten. Und hier herrscht Pluto und genau das, was Pluto zeigt, die Jahreszeiten, diese wiederkehrende Jahreszeiten, dass immer jedes Jahr kommt die Frühlinge und die Natur blüht auf und dann die Winterzeit, wo die Natur ruht sich und dann die Kreislauf, dieser Kreislauf des Lebens oder unserem Tiefschlaf, wo unserem Körper sich erholt, das ist auch Pluto-Energie, oder wie unserem Zellen sind, wie sich erneuern, diese Erneuerungsprozesse, muss etwas absterben, aber entsteht eine neue Zelle, das ist auch Pluto-Energie, oder die Sexualität ist auch dafür da, das Leben zum Erhalten bleiben, es ist alles Pluto, Pluto-Energie, und all das ist in diesem Bereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Und wenn du in diesen Transformationsprozessen bist und brauchst diese inneren Kraft, und das brauchen wir auch alle, du brauchst ein Zuhause. Und das ist nicht dort, wo du wohnst, sondern deine Seele. Deine Seele braucht ein Zuhause. Und das kannst du gestalten mit deiner Fantasie, brauchst aber dazu die Ruhe, die absolute Ruhe, ein gewisser Rückzug, dann schließ deine Augen, komm zur Ruhe, meditiere über etwas, was du erreichen möchtest. Oder einfach besuchst du deine Seele und gestalte diesen inneren Raum, das ist Krebs, das ist das Krebsenergie, ein inneren Tempel, wo deine Seele sich wohlfühlt, wo du immer wieder zurückziehen kannst und spürst diese inneren Kraft.
Und dann stehst du in Verbindung zu deiner Seele. Und das ist die Quelle, das ist die göttliche Quelle, das ist deine Intuition. Und die innere Stimme ist die beste Ratgeber. Und deine Seele fühlt sich dann auch wohl. Und dann spürst auch Gott. Und das schützt aus. Das schützt uns auch und gibt uns die Kraft. Im 9. Lebensbereich hast du die Reisen, Ausland, Auslandskontakte. Hier im 9. Lebensbereich sind auch Prüfungen, Bildung, höheren Bildung und Spiritualität. Hier hast du die Löwe. Und das ist für dich wichtig, Reisen, du liebst es auch, besonders Südländer, du liebst die Wärme. Und du suchst auch dein Selbst, das ist dann die spirituelle Reise. Löwe symbolisiert das Selbst. Und dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Horoskopes, das, was du erreichen kannst, das ist deine Ziele. Wie erreichst du deine Ziele? Oder wo liegt deine Berufung? Oder wie bekommst du Anerkennung, Ansehen, Respekt? Und da hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, bescheiden und alles sollst du untersuchen, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Das heißt, du hast eine Vorstellung, das sollst du verinnerlichen, daran glauben, das Vertrauen, und bevor du startest, deine Ziele zu erreichen, dann überprüfe alles. Oder du neigst dazu, das nochmal kritisch betrachten, nochmal überprüfen, anschauen. Jungfrau steht auch zum Heilung, das ist auch Heilenergie, das wäre eine Richtung, wo du dich beruflich entfalten könntest. Jungfrau ist klug und bescheiden. Dir eignet sich auch Berufen, wo du etwas untersuchen sollst, etwas überprüfen oder etwas untersuchen. Und diese Bescheidenheit, diese Klugheit, die Jungfrau heißt, du brauchst nicht unbedingt ständig glänzen. Vielleicht magst du das gar nicht. Du bist eher so im Hintergrund. Du fühlst dich da viel wohler. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche. Und das ist deine Orientierung. Das zeigt auch dein Schütze-Assen, wie wichtig das ist. Ernst nehmen deine Wünsche. Und hier hast du die Waage, du liebst das Schöne, das Angenehme. Dieser 11. Lebensbereich sind auch die Freunde, Freundeskreis, Bekanntenkreis oder Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Und das wäre im Bereich Schönheit, Kreativität, in einer solchen Gruppe gründen oder da aktiv zu sein. Außerdem, du liebst auch die Freundschaften zum Pflegen und du brauchst diese Kontakte, aber achte auf die Gleichgewicht. Wenn du diese Freundschaften pflegst, nur aus dem Grund, dich beliebt zu machen und du opferst dich für andere, dann fühlst du dich ein bisschen ausgenützt. Also achte auf diese Waagschale, wiegt es immer genau ab und achte auf die Gerechtigkeit. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen. Alles, was im Geheimen liegt, ist hier auch die geheime Feinde. Und hier hast Skorpion. Und da schaust ganz genau in die Tiefe. Und du hast auch dieses feine Gefühl auf das Mystische. Dein Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Löwe. Ich setze die Sonne hier im Löwe. Sonne fühlt sich natürlich sehr wohl im Löwe, weil Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe. Und das bedeutet für dich,
im Mittelpunkt zu sein, wahrgenommen werden, wobei der höchste Punkt des Horoskopes Jungfrau, das bremst ein bisschen. Die Jungfrau hier ganz oben am Spitze des Horoskopes flüstert dir immer wieder, ah, das brauchst du gar nicht immer im Mittelpunkt zu sein. Sei bescheiden, sei jetzt eher zurückhaltend. Du hast diese Mischung. Also für dich mal grundsätzlich als Löwengeborenen ist wichtig, dass du wahrgenommen bist. Du liebst auch Glanz, aber nicht in jeder Lebenssituation. Und im Beruflichen fühlst du dich auch wohl, wenn du mal im Hintergrund aktiv sein kannst. Du musst nicht ständig damit glänzen, was du kannst oder was du weißt. Und du liebst Reisen und deine Richtung ist, dein Schicksalsweg ist Ausland. Das würde auch von Aszendent Schütze auch in diese Richtung was zeigen. Schütze steht auch zum Ausland, dass dein Schicksalsweg dich in diese Richtung lenkt. Aber bedeutet auch religiösen Themen, Spiritualität spielt bei dir auch eine große Rolle. Dein Mond befindet sich im Stier. Mond symbolisiert das Unbewusste und die Gefühle. Und dieser Stiermond gibt dir diese innere Ruhe. Und das brauchst du. Ruhe brauchst du, auch gesundheitlich brauchst du immer wieder die Ruhe. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Astromedizinisch steht Mars zur Muskulatur und das haben wir Frauen auch. Und das ist die Kraft, wie man sich behauptet im Leben, bedeutet aber auch der Mann. Wie stellst du diesen Mann vor oder wo begegnest du mit diesem Mann? Mars steht im Waage, wenn das darum geht, dich zu behaupten und dich zu wehren, ist gar nicht einfach. Kann sein, dass es solche Momente gibt, wo du dann deine Meinung sagst und wehrst du dich auch, aber dann bekommst du schlechtes Gewissen und mit Waage versuchst das gerade biegen oder dich entschuldigen. Weil Waage möchte niemand verletzen. Und diese Waage wirkt aber auch. Entweder versuchst du immer alle recht zu machen, fühlst du dich aber nicht wohl, weil dann hast du selbst die verletzten Gefühle und dann sagst zu dir selbst, oh, jetzt hast wieder nichts gesagt. Ja, hättest wehren sollen. Oder wenn du das wirklich dann sagst und hast du diesen Mut und das sagst du und als Löwe geborenen kannst natürlich auch brüllen, also mutig bist du schon. Also die Feuerelement kommt schon durch, auch die Aszendent Schütze, das ganz, ganz gut. Aber dann mit Waage Mars neigst du dazu, dass du dann grübelst und bereust es und bekommst du Schuldgefühl oder schlechtes Gewissen. Und das ist nicht gut. Gesagt ist gesagt, steht dazu. Und wenn das angebracht ist, dann hast du das Recht, deine Meinung vertreten. Merkur zeigt die Kindheit, Jugend. Merkur steht immer für diese Alter, für junge Leute. Aber Merkur ist auch die Handlungen, der Planet, der Kaufleute. Und auch das Wissen, das praktische Wissen. Merkur hast du im Löwe. Merkur steht auch zum Kommunikation. Und hier, wo um Ausland geht, hast du die Begabung nach Fremdsprachen. Oder hast du viel Kontakte, Gespräche, Kommunikationen, Austausch im Ausland. Jupiter ist
vergrößert immer etwas. Jupiter ist die Glücksplanet. Jupiter befindet sich in dein Horoskop, auch in den Tierkreiszeichen Löwe. Jupiter bringt auch Glück. Also du hast mit Ausland, Auslandskontakte oder Reisen auch mal grundsätzlich Glück in dein Leben. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Und diese Ursache und Wirkung hat oft mit unserer Vergangenheit was zu tun, also mit unserem Schicksal auch. Und Jupiter zeigt dir, diese Wege ist für dich vorbereitet und bringt aber dir auch Glück. Jupiter zeigt aber oft auch Ungerechtigkeiten, weil öffnet unseren Augen. Venus ist eine weibliche Energie und das zeigt dich als Frau. Venus ist auch der Planet der Liebe und zeigt auch Kunst, Kreativität, Schönheit. Alles, was schön ist, ist Venus-Energie. Zurück mal zur Mars-Position hier im Waage. Venus herrscht über Stier und Venus herrscht über Waage. Und weil Mars bedeutet auch der Mann, für dich heißt es, du liebst Männer, die schön ausschauen oder gepflegt sind, weil sie haben diese Venus-Energie. Das heißt nicht, dass sie weiblich sind, aber das ist das gute Geschmack oder Künstler. Deine Venus ist im Krebs. Das verleiht dir auch eine gewisse Mütterlichkeit. Krebs zeigt mütterliche Eigenschaften. Und das hast du auch. Krebs bedeutet auch die Feingefühl, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Wenn du intuitiv bist, verspürst du auch. Und das spürst im Liebesleben. Wenn du auf dein Gefühl achtest, dann begegnest du im richtigen Moment, im richtigen Ort, den richtigen Partner. Hier im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Sexualität und Venus, aber auch Mars hat mit Sexualität was zu tun und das ist auch ein Thema. Und mit Krebsenergie, das ist eher diese Zurückgezogenheit. Also du möchtest es nicht nach außen präsentieren oder zeigen oder darüber reden, das ist eher diskret. Wenn das um erbschaftliche Situationen geht oder ämtliche Themen, besonders wenn das um Finanzen geht, wie Investitionen oder Banken, Versicherungen, das gehört auch hier im achten Lebensbereich, dann zeigt dir hier diese Venus-Energie, dass du da Glück hast, wenn du intuitiv handelst. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist auch der Planet der Karma und belehrt uns. Manchmal schränkt uns ein, aber sorgt dafür, dass da Struktur kommt, Sicherheit und Stabilität. Saturn ist im Jungfrau und in jungen Jahren schränkt dich schon ein bisschen ein, wenn das um dein Ansehen handelt, dass du Anerkennung und Respekt bekommst. Da waren Einschränkungen da. Und auch in jungen Jahren war das schwierig zu bestimmen, was ist deine wahre Berufung. Jungfrau neigt auch dazu, kritisch zu sein, kritisch auch selbst gegenüber oder anderen haben dich kritisiert und gesagt, du kannst das eh nicht und vergiss es, such was Bodenständiges
oder das ist doch gar nicht deine Berufung. Also diese gewisse Einschränkungen ist schon da, aber im zweiten Lebenshälfte wirkt Saturn sehr gut, was sorgt dafür, dass du deinen Platz bekommst, dass du Anerkennung bekommst, dass du Respekt bekommst, dass du deine Berufung aufbauen kannst, dass es eine Struktur gibt, Sicherheit, Stabilität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, immer unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. Das hast du hier im Waage und das ist bei dir möglich, dass die außergewöhnliche Art und Weise Menschen kennenlernst oder dass du ungewöhnlichen Menschen begegnest. Neptun zeigt die Träume, auch wie verwirklichst du deine Vision, dein Traum, inspirieren lassen. Es ist auch der Planet, der Künstler. Neptun ist im Skorpion, hier im 12. Lebensbereich und das bedeutet Erinnerungen. Neptun kann manchmal so täuschend wirken. Das heißt, du hast karmische Erinnerungen, wo du dich in früheren Leben enttäuscht gefühlt hast. Aber die Begabung, diese künstlerische Begabung, das hast du. Pluto zeigt die innere Kraft und auch die Macht übernehmen über deine Gedanken, über deine Gefühle, über dein Leben. Diese Pluto-Energie ist auch hier im Waage, im höchsten Punkt des Horoskopes. Diese Geräusche im Hintergrund, das ist die Bewässerung im Garten, sicherlich hörbar. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra, der Mond, ist männlich und er verliebte sich an Rohini. Rohini war unschuldig, schön, das symbolisierte die Jugend. Rohini ist eigentlich die Morgenröte. Die beiden haben sich verliebt und Mond hat einen Heiratsantrag gemacht und der zukünftige Schwiegervater sagte zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle Geschwister, alle 27 Frauen und er besucht jeden Tag eine von seinen Frauen und jede Frau ist anderes. Natürlich ist die große Liebe Rohini ganz klar, aber er besucht die anderen Frauen auch und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist Schütze und befindet sich ein Mondhaus und das heißt Uttarakshada. Und heißt das höheren Selbst, ein höheren Selbstbewusstsein. Das, was die Zwillinge dir spiegeln, die Geschichte von Castor und Pollux, wird auch gespiegelt. Also sollst in diesem Spiegel schauen und mit diesem höheren Selbstbewusstsein ist nicht nur, dass du eine selbstbewusste Auftreten hast, sondern das spiegelt sich an die Liebe, Partnerschaft und da ist dann die Begegnung da und du bekommst auch Respekt von deinem Partner. Das wirkt im Liebesleben auch. Außerdem ist wichtig, deine höheren Wünsche als Ziel setzen, dass du deine Ziele erreichst im Leben. Deine Sonne befindet sich im Löwe und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und bedeutet dieser Mondhaus, es war etwas da von früheren Leben, aber es wurde noch nicht vollendet. Das kehrt wieder zurück in dein Leben. All das, was zuvor geschieht, das ist Vergangenheit, dann brauchst du ein bisschen Geduld, das reifen lassen und dann kommt auch die Vollendung. Aber in diesem Leben erreichst du das.
Dein Mond befindet sich im Stier und dieses Mondhaus heißt Mruga. Das wird von Orion bestrahlt. Orion ist ein ganz großes Sternbild im Himmel. Das ist der himmlische Jäger, also Jagd. Jagd auch nach Frauen. Und so ist es auch in indischen Astrologie übersetzt, bedeutet Mruga, suchen nach etwas, jagen nach etwas, erreichen wollen. Und bedeutet auch die Kraft, die Gedanken. Als Krafttier wurde in indischen Astrologie die Hirsch als Krafttier hier in diesem Mondhaus. Dein Mars, hier Mars im Waage, befindet sich im Mondhaus Swati. Das kommt von Sanskrit und bedeutet Sva, dein Selbst, und Ati, deine Seele. Und Mars ist erstens deine Kraft, dass du dazu stehen sollst, das zu verteidigen, dein Selbst und all das, was deine Seele verlangt. Und bei Mars-Energie natürlich auch der Mann, diese seelische Verbindung. Dieses Mondhaus wird von Kreuz des Südens bestrahlt. Dieses Stammbild ist im Südhalbkugel sichtbar und befindet sich in diesem Stammbild den Südpol und dient zum Orientierung. Außerdem, dieses Sternbild zeigt religiösen Themen, spirituellen Themen, und die indischen Astrologen sahen in diesem Sternbild zwei Schwerter, und dieses Schwert symbolisiert Reinigung, das ist die Metallelement, das ist die Symbol für Bereinigen etwas, und Schwert trennt die Angst. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Merkur und Jupiter ist im Löwe, beide im selben Mondhaus. Und dieses Mondhaus ist das, auch das gleiche wie deine Sonne. Dieses Mondhaus heißt Purva Palguna, etwas, was früher schon mal war in vergangenen Leben. Das wiederkehrt sich wieder, das kommt in dein Leben, das muss reifen lassen und dann kommt die Vollendung. Das ist alles hier im Löwe und das hat mit Ausland was zu tun. Dein Venus ist deine weibliche Energie, das bist du als Frau und symbolisiert natürlich auch Liebe, Kreativität, Schönheitssinn, ist im Krebs. Dieses Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Krebs neigt dazu, zurückzuziehen. Du als Frau, manchmal möchtest du am liebsten verstecken. Aber Sirius ist die hellste Stern im Himmel und es glänzt wie ein Diamant. Also Sirius kann man nicht übersehen. Und das ist hier bei dir die Transformation und Wandlung und Erneuerungsprozess in dein Leben, deine Weiblichkeit, dich als Frau zum Glanz zu bringen und nicht davonlaufen und nicht verstecken. Saturn ist im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Uttara Palguna und bedeutet die Zeit der Ernte. Das heißt, es passierte in dein Leben etwas, was diesmal wiederkehrt. Also in diesem Schicksalsweg, das, was deine Seele ausgesucht hat, ist für dich nichts Neues. Das erlebst du auf die Reisen, erlebst du in die Liebe, Partnerschaft, vielleicht sogar beruflich auch. Das wiederkehrenden Themen hast du und diesmal kommt die Ernte, die Vollendung, weil das trägt auch Früchte und das gibt dir eine innere Gewissheit und ein Urvertrauen, dass du das alles auch erreichst, weil du hast eine sehr gute Karma. Uranus befindet sich im Waage,
im Mondhaus Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin und symbolisiert die Tempelfeuer. Und das hat auch eine reinigende Wirkung. Außerdem wärmt das auch, das ist die göttliche Funke. Aber Vishakha vorerst verbrennt etwas, was stört, die Hindernisse, was im Weg liegt. Das ist auch eine Art Reinigungsprozess, Transformationsprozess. Und das erlebst du hier im 11. Lebensbereich. Und das bedeutet deine zwischenmenschlichen Kontakte. Und damit meine ich nicht, dass du die Menschen verbrennen sollst. Das hat symbolische Bedeutung. Kontakte, die dich stören. Und bis jetzt hast du nicht getraut, Nein zu sagen von diesem Kontakte. Verabschieden, weil das hindert dich. Neptun befindet sich im Skorpion, hier im 12. Lebensbereich. Und dieses Mondhaus heißt Yeshta. Yeshta war die älteste Frau des Mondes. Das waren diese 27 Geschwister und Yeshta war die älteste, verkörpert aber nicht eine alte Frau, sondern sie verkörpert eine weise Frau und sie hat Ansehen und Respekt bekommen vor allem. Und das sind deine Geheimnisse und das sollst du verlangen, da lebst deine Träume, das ist Neptun-Energie, deine Träume zum Leben. Pluto befindet sich im Jungfrau. Dieser Mondhaus heißt Chitra und das ist die Balancepunkt. Und das heißt, du verspürst deine inneren Kraft erst dann, wenn du in deinen inneren Gleichgewicht achtest. Außerdem wird das von Spica bestrahlt und das ist die Weizenehre der Jungfrau. Das heißt, wenn du das verinnerlichen kannst, all das, was du beginnst, besonders beruflich, du erreichst es auch, das trägt Früchte, das ist Ernte, dann gibt es dir diese innere Kraft. Und jetzt kommt Rahu und Ketu. Das ist eine Drache. Und Drache symbolisiert erstmal unsere Ängste. Und so wie viele mythologische Geschichten erzählen etwas über einen Drachentöter, bedeutet von Angst loslassen. Das ist es, was die Geschichten erzählen. Und Rahu und Ketu im Horoskop zeigt diese Drache erstmal von Angst befreien. Außerdem, unsere Seele hat einen karmischen Weg, auch Lernaufgabe, die beiden Teile dieser Rache vereinen. Die eine Teil heißt Ketu, symbolisiert Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen und Themen, das ist die Drachenkörper, das kennen wir schon, das kennst du auch. Und das hast du in Tierkreiszeichen Steinbock, hier im Steinbock. Da sind deine alten karmischen Erinnerungen, die Werte, die Wertschätzung und auch die Finanzen. Das kann auch bedeuten, dass im früheren Leben du im Wohlstand, Reichtum gelebt hast und hast noch diese Erinnerungen. Und Rahu ist der fehlende Teil dieser Drache, das, was unsere Seele als karmischen Weg sucht. Die Seele sucht das. Und das ist der Drachenkopf. Und wenn die Seele gefunden hat, dieser Drachenkopf, dann kann das vereinen, dann ist das wieder eins. Und genau das ist diese Seelenreise im karmischen Ebene. Dein Drachenkopf, Rahu, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs hier. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha und bedeutet trennen, kündigen und vereinen. Und das ist genau der Prozess, was hier du auch hast, hier im Waage, von alles trennen, was Vishakha auch sagt, diese Feuergöttin, alles trennen, was im Weg liegt.
Trennen, 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 loslassen, kündigen. Das sind Hindernisse. Das ist eine karmische Lernaufgabe. Aber das, was für dich wertvoll ist, all das, was für dich wichtig ist, das sollst du aber befestigen. Trennen, befestigen, trennen, befestigen. Das ist die Kundalini-Energie. Und diese Wandlung braucht deine Seele. Das ist eine karmische Lernaufgabe. Und die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen hier im Steinbock, bedeutet dieses Mondhaus Dhanishta. Hier können wir sagen, Nomen est Omen, all das, was du aussprichst, das hat auch eine Bedeutung. Und hier bei Finanzen, natürlich hast du diese Kraft in dir und da hast du die Erinnerungen. Wenn du sagst, ich bin reich, dann bist du auch reich. Jetzt noch die Verbindungen. Mond bestrahlt dein Aszendent. Diese Verbindung, was man auch als Aspekt nennt, ist ein Quinkungsaspekt. Also Mond wirft einen Quinkungsaspekt auf dein Aszendent. Und das sind deine Gefühle, das ist die Mondenergie. Aber Mond symbolisiert auch die Mutter. Also Erinnerungen an die Kindheit und die Verbindung zu deiner Mutter. Außerdem Mond steht auch mit Uranus in Verbindung und das ist auch ein Quinkungsaspekt, wieder von Mondenergie, was auch entweder deine eigene Mutter symbolisiert oder Thema Mutterschaft. Es entsteht hier Unsicherheit. Und das kann ich so erklären. Stell dir vor, vor dir ist eine unbewegliche Pendel. Und jemand würde dich fragen, du sollst beschreiben, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Was wäre deine Antwort? Ich weiß es nicht, habe ich keine Ahnung, mal so, vielleicht bleibt stehen. Also das heißt, du hast diese innere Unsicherheit in dir und das löst die Mutterbild aus. Das kann auch bedeuten, du als Kind hast nie gewusst, ist deine Mama da oder ist nicht da? Was passiert morgen? Entsteht diese innere Unsicherheit. Jupiter und Merkur stehen in einer Konjunktion und das heißt, sie wirken gemeinsam, sie können gar nicht getrennt und das kann auslösen, also erstens, beide hat mit Wissen was zu tun und das ist ein ganz klarer Hinweis, du bist sehr intelligent und sehr klug und hast du Bildung, also das ist das Vorteil. Jupiter neigt dazu, etwas übertreiben. Und bei Merkur geht es um Gespräche. Und diese Konjunktion, weil die immer zusammen sind, passiert bei dir Folgendes, dass du unüberlegt zu viel erzählst oder zu viel sagst oder möchtest etwas mitteilen oder sagst du deine Meinung. Und Jupiter vergrößert das alles, du betonst es und vielleicht zu viel sagst und dann entsteht wieder diese innere Unsicherheit, dieser Mars im Waage, oh, jetzt habe ich zu viel gesagt, ich habe sicherlich den anderen verletzt. Und dann kommt wieder dieses Schuldgefühl und diese innere Unsicherheit. Neptun und Pluto bestrahlt deinen beiden karmischen Knoten sehr gut. Aus diesem Grund habe ich gesagt, dass du eine gute Karma hast. Und jetzt in die Mitte dieser tibetische Astrologie, dieser Bilder, möchte ich auch erklären, was das bedeutet, weil das hat mit deinem Jahrgang etwas zu tun. Und das bedeutet,
die Holzelement wirkt auf dich und dieser Holzelement, das, was du nach außen präsentierst, das hat mit deinem Wesen, deinem Inneren wenig zu tun, sondern das, was du nach außen zeigst, ich könnte sagen, wie Aszendent. Und dieser Holzelement zeigt dir Vitalität, Wachstum, Optimismus, steht auch mit Jupiter in Verbindung. Also etwas vergrößern. Du hast dieses Bedürfnis nach Wachstum und hast du wirklich eine optimistische Haltung. Und dieses Bild in der Mitte zeigt auch die Elemente. Dass dieser weiße Gewand zeigt die Element Metall, manchmal deine kühle Haltung, das kannst du auch, aber bedeutet diese Reinheit und die Bedürfnis immer wieder alles klären. Und dann hast du noch die Feuerelement, das zeigt natürlich auch deine Leidenschaft. Und diese Ast, wo du da sitzt, also nicht du, das bist du nicht in diesem Bild, natürlich nicht, aber wo diese Figur, was eigentlich dein Jahrgang symbolisiert, sitzt auf diesem Ast und das vertritt auch die Erde-Element und vertritt auch die Holz-Element. Und das bedeutet, du brauchst Sicherheit, Stabilität, Struktur und dann auch dieses Wachstum. Und du bleibst nicht stehen in dein Leben, sondern das ist eine ständige Bewegung und ein ständiges Wachstum. Und wenn das gar nichts bewegt, wenn da gar nichts vorangeht, dann stoßt sogar deinen eigenen Grenzen. Die Zahl 7 hat auch für dich eine Bedeutung. Nicht nur, weil wir 7 Jahre Perioden erleben, sondern das ist eine wichtige Zahl für dich und du erlebst auch alle 7 Jahre wichtige Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen oder Entscheidungen triffst du alle 7 Jahre. Dieser Baum symbolisiert noch etwas und das sind deine Wünsche. Und wenn du diese Wünsche lebst, genau, das ist die Wachstum, das bringt dir Glück und das gibt dir Sicherheit, Stabilität und Struktur. Dein Inneren liegt ein Stern, nennt man das, diese Zahl 2 und das bedeutet inneren Gleichgewicht, aber bedeutet auch Zweisamkeit, Partnerschaft. Wichtig, dass der andere oder der Partner spiegelt dir etwas. Dein Schicksalzahl ist die Zahl 5. Dein Schicksal vertritt die Zahl 5. Und das heißt, wenn du erreicht hast etwas, deine Ziele, und du bist angekommen und du hast das Gefühl, na jetzt habe ich wirklich das erreicht, was ich erreichen wollte, auch beruflich, auch finanziell oder in die Liebepartnerschaft. Und andere würden sagen, ja, da ruh dich aus und jetzt mach mal Pause. Dann hast du immer den Drang weitermachen, weiterentwickeln, brauchst auch die Bewegung, dieses Wachstum. Dein Glückszahl ist die Zahl 8. 8 bringt dir Glück im Leben und diese Glückszahl bedeutet für dich auch diese Unendlichkeit, diese immer wiederkehrende. Und denk zurück, was passierte in deinem Leben vor 7 Jahren. Da kehrt etwas zurück. Entweder die gleichen Themen kehren zurück oder die gleiche Situation befindest du dich oder hast du Kontakte von damals. Die gleichen Personen kehren zurück in dein Leben. Was dieses Bild noch erzählt aus der tibetischen Astrologie, du weichst nicht aus dem Kampf aus. Also wenn dich jemand angreift oder du musst dich behaupten, natürlich brauchst du die Harmonie und eine harmonische Lösung. Das ist die Mars im Waage, ganz klar. Aber du kannst dich behaupten, du laufst nicht davon. Also du zeigst dich auch sehr stark und mutig.
Du liebst Unabhängigkeit, du liebst auch Luxus, bist auch kultiviert und möchtest auch etwas erreichen in deinem Leben, wo du Anerkennung bekommst. Du brauchst die finanzielle Sicherheit, strebst du auch danach, strebst auch nach deine Ziele zu erreichen. Du bist sehr gesellig, herzlich, lebhaft, du kannst gut verkaufen und du brauchst im Arbeit auch etwas abwechslungsreich. Du kannst zwar alles überprüfen, untersuchen, du schaust ganz genau hin, aber das darf nicht langweilig sein. Und für dich wäre auch eine Richtung, dich selbstständig auch, oder brauchst in Arbeit, auch wenn du in angestellte Verhältnisse arbeitest, auch eine gewisse Autorität, eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Unabhängigkeit. Du magst es nicht, wenn immer andere dir etwas befehlen, du musst das machen und du musst das machen. Und du magst auch nicht, wenn jemand hinter dir steht und kontrolliert dich, was du magst. In dein Liebesleben wirst du in der zweiten Hälfte des Lebens das Glück haben. Leider hast du Neider und du erlebst immer wieder mal Auseinandersetzung in die Familie. Liebe Eleira, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.